Die Geschichte der Ukraine reicht weit zurück. Als eigenständiger, unabhängiger Staat existiert sie trotzdem erst seit 1991. Warum ist das so? Einen Hinweis darauf gibt der Landesname Ukraine. Abgeleitet vom slawischen Wort Ukraina bedeutet er so viel wie Grenzland. Dort begegneten sich im Laufe der Zeit zahlreiche Völker, die neben und miteinander siedelten und sich vermischten. Handelsleute kamen ins Land und gründeten Handelsposten. Armeen zogen hindurch oder stießen aufeinander. Benachbarte Mächte erweiterten ihren Herrschaftsbereich in dieses Grenzland hinein. Zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Richtungen verdrängten sie eigenständige ukrainische Staatsgebilde. In der Tradition ukrainischer Staatlichkeit steht die Kiewer Rus am Anfang. Im Mittelalter erstreckte sich dieses Reich zeitweise vom Schwarzen Meer bis hin zur Ostsee. Hier siedelten ostslawische, finno-ugrische und baltische Volksgruppen, nomadische Turkvölker und ursprünglich skandinavische Wikinger, die Varäger. Sie nutzten Flüsse wie den Dnipro als Transportwege für ihren Handel zwischen Skandinavien und dem Schwarzmeerraum. Ihre Krieger brachten die umliegenden Gebiete unter Kontrolle, sodass ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet entstand. Die Stadt Kiew, an der Kreuzung wichtiger Handelsrouten gelegen, wurde zur Hauptstadt. Im Jahr 988 trat Großfürst Wolodymyr mitsamt seinen UntertanInnen zum orthodoxen Christentum über. In Kiew entstanden Klöster und Kirchen und ließen die Stadt zu einem Zentrum des religiösen Lebens und der Gelehrsamkeit werden. Die Blütezeit der Rus währte jedoch nur kurz, denn mongolische Reiterheere der Goldenen Horde zerstörten Kiew im Jahr 1240 und das Reich zerfiel. Bestehen blieb das Fürstentum Halytsch-Wolynien im Gebiet der heutigen Westukraine. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erlebte es eine Hochzeit. Städte wie etwa Lviv entstanden. Halytsch-Wolynien ging aus der Kiewer Rus hervor und orientierte sich aber nach Westen. Es gilt als nächster Entwicklungsschritt ukrainischer Staatlichkeit. Im 14. Jahrhundert geriet Halytsch-Wolynien unter polnisch-litauische Herrschaft, die sich bald auf weite Teile der früheren Rus bis nach Kiew ausdehnte. Das verstärkte die Bindung ans westliche Europa weiter. Selbstverwaltete Städte nach Magdeburger Recht, religiöse Vielfalt und enge Handelsbeziehungen, aber auch kulturelle Entfremdung des Adels. Der übernahm die polnische Sprache, Kultur und den katholischen Glauben und stand einer ukrainischsprachigen orthodoxen Bauernschaft gegenüber. Zum kulturellen Graben hinzu kam mit der Einführung der Leibeigenschaft ein wachsendes Machtgefälle. Auch ohne eigenen Staat trugen diese Konflikte zur Ausbildung einer ukrainischen Identität bei. Die östlichen Ränder Polen-Litauens waren im 16. Jahrhundert kaum besiedelt. Dort, im Gebiet um die heutige Stadt Zaporizhia, entstand eine Gemeinschaft von Kosaken, freien, berittenen Kriegern. Neben Kriegszügen bestritten sie ihr Auskommen mit Jagd, Viehzucht und Fischerei. Mehr und mehr entflohene Leibeigene schlossen sich der Kosakengemeinschaft an, die von einer für damalige Verhältnisse großen Gleichheit geprägt war. Im Dienste Polen-Litauens sicherten die Kosaken zunächst die Grenze gegen die Krimtataren und das Osmanische Reich ab. Im Jahr 1648 aber kam es zu einem Aufstand von Kosaken und Bauernschaft, den Bogdan Chmelnicki anführte. Ihr Zorn richtete sich gegen den polnischen Adel, aber auch gegen die jüdische Bevölkerung, die oft als Mittler zwischen Gutsbesitzern und Bauern tätig war. Chmelnicki gelang es, einen Kosakenstaat zu formen, der auch Kiew einschloss. Im Krieg mit Polen-Litauen benötigten die Kosaken bald die Hilfe des russischen Zaren. Kiew und die Gebiete östlich des Dnipro kamen so unter dessen Oberhoheit, konnten aber zunächst ihre Selbstverwaltung behalten. Der Kosakenstaat wird in der ukrainischen Geschichte als goldenes Zeitalter betrachtet, denn nach Jahrhunderten gab es nun wieder eine eigene Staatlichkeit. Im Jahr 1775 setzte Katharina die Große der Autonomie der Kosaken ein Ende. Sie erweiterte das russländische Reich nach Westen und Süden. Durch die Teilungen Polens zwischen 1772 und 1795 gelangten große Teile der ukrainisch besiedelten Gebiete unter russländische Herrschaft. Nur das ehemalige Halytsch, nun Galizien genannt, fiel an die österreichische Habsburgermonarchie.
Nach der Eroberung der Krim 1783 begann Russland dann, die Nordküste des Schwarzen Meers zu kolonisieren. In diesem Neurussland ließen sich neben UkrainerInnen und RussInnen auch Deutsche, GriechInnen und BulgarInnen nieder, eine Vielfalt, die die Region bis heute prägt. Im 19. Jahrhundert entstand im zaristischen Russland eine ukrainische Nationalbewegung. Dort sah man UkrainerInnen als kleinrussischen Teil des russischen Volkes an, der sich einer Bauernsprache bediente. Eine kleine Schicht Gebildeter betonte dagegen die Eigenständigkeit der ukrainischen Kultur. Literarische Werke in ukrainischer Sprache wie jene des Schriftstellers Taras Schewtschenko und Initiativen zur Volksbildung unterstrichen dies. Die Repression der Behörden und das Verbot der Sprache konnten die Herausbildung eines ukrainischen Nationalbewusstseins nicht aufhalten. Im österreichischen Galizien grenzte sich die ukrainische Nationalbewegung von der polnischen Kultur ab. Hier gelang es der ukrainischen Bevölkerung besser, sich zu organisieren. Ukrainische Bildungseinrichtungen, Genossenschaften, Verlage und Zeitungen entstanden. Ukrainische Parteien entsandten Abgeordnete in den Wiener Reichstag und den Galizischen Landtag. Im Ersten Weltkrieg kämpften Ukrainer in den Armeen beider Seiten. Die Ostfront verlief über ukrainisches Gebiet und hinterließ große Verheerungen. Der Nationalbewegung lieferte der Krieg aber auch neue Impulse. Im russischen Revolutionsjahr 1917 bildete sich in Kiew eine provisorische ukrainische Regierung, die schließlich einen unabhängigen ukrainischen Staat ausrief. Mit Unterstützung Deutschlands und Österreichs konnte er zunächst bestehen, wurde aber nach Ende des Weltkriegs im russischen Bürgerkrieg zerrieben. 1922 entstand die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik als Teil der Sowjetunion. Galizien und Wolhynien wurden Teil Polens und dort blieb das polnisch-ukrainische Verhältnis bis zum Zweiten Weltkrieg konfliktreich. In der Sowjetukraine konnten sich ukrainische Sprache und Kultur anfangs entfalten, allerdings nur, solange sie den Aufbau des Sozialismus und die Sowjetunion an sich nicht in Frage stellten. Anfang der 30er Jahre änderte sich das drastisch. Auf ukrainischen Widerstand gegen die Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft reagierte die Moskauer Führung mit Härte. Säuberungswellen trafen die ukrainischen Eliten. Die Landbevölkerung hingegen traf eine gezielt herbeigeführte Hungersnot, heute Holodomor genannt. Mindestens 3 bis 4 Millionen UkrainerInnen fielen ihr zum Opfer. Der Zweite Weltkrieg traf die Ukraine schwer. Neben Kriegszerstörungen verschleppten die deutschen Besatzer 2,5 Millionen UkrainerInnen zur Zwangsarbeit und ermordeten 1,6 Millionen ukrainische Jüdinnen und Juden. In der Hoffnung, mit deutscher Hilfe einen ukrainischen Staat gründen zu können, hatten ukrainische Nationalisten zunächst mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet. Doch die Deutschen hatten andere Pläne. In der Folge entstanden besonders in der Westukraine nationalistische Partisanenverbände. Die leisteten einerseits der Wehrmacht Widerstand, terrorisierten und ermordeten andererseits aber auch die polnische Minderheit. Ab 1944 kämpften sie gegen die Rote Armee, zum Teil bis weit nach Kriegsende. Nach dem Krieg blieb die Ukraine Teil der Sowjetunion, vergrößert nun um die westukrainischen Gebiete und 1954 um die Halbinsel Krim. Die ersten Nachkriegsjahre waren geprägt vom Wiederaufbau, aber auch von Kampagnen gegen ukrainische Nationalisten. Dies änderte sich erst 1953 mit dem Tod von Diktator Stalin. Ukrainische Kultur und Sprache wurden nun aufgewertet, was allerdings in den 1970er Jahren teilweise wieder zurückgenommen wurde. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 und wie fahrlässig die Behörden damit umgingen, erschütterten das Vertrauen der UkrainerInnen ins sowjetische System. Im demokratischen Umbruch der Jahre 1990-91 stimmten deshalb über 90% der Bevölkerung für die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine. Der Angriffskrieg Russlands stellt diese Unabhängigkeit nun ein weiteres Mal in Frage.